So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem lang ersehnten weiteren Video zu Hunter Course of Wild. Ich war eine Weile weg vom Fenster. Ja, also Videos, was Videos angeht, gab es jetzt eine Weile keine, also es ist eine große Pause, die ich sozusagen jetzt gemacht habe. Streams wollen wir gar nicht erst reden, ja, also Streams werden jetzt wahrscheinlich auch noch eine Weile ausfallen, kann ich noch nicht sagen, wann es da wieder losgeht. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt wieder was zu machen, ein Video zu machen. Ich habe jetzt auch so ein bisschen, also so einen kleinen News-Part hier drin, falls Leute dabei sind, die sich wieder mal sowas wie Medieval Dynasty gewünscht haben, also Medieval Dynasty, sehr, sehr gerne. Ich warte jetzt gerade eigentlich nur noch darauf, dass das Update abgeschlossen ist. Das, also die updaten ja sozusagen gerade Content. Es gab ja eine neue Map. Es gab einen weiblichen Charakter jetzt. Es gab Koop. Man kann sich seinen Charakter anpassen. Also, und ich warte jetzt darauf eigentlich, dass das letzte, die letzte Sache geupdatet wird oder rauskommt, damit ich dann mit dem Let's Play anfangen kann. Wieder ganz von vorn. Ich habe wirklich Bock auf Medieval Dynasty. Bis dahin schauen wir uns noch die neue Karte in der Hunter an. Australien, dass die Karte rauskam, ist ja schon eine ganze Weile her, aber ich habe immer noch nicht alles auf der Karte aufgedeckt, weil ich einfach, ja, weil ich einfach keine Zeit hatte in den letzten Wochen und Monaten. Und das werden wir jetzt nachholen. Ich werde mir jetzt den letzten Aussichtspunkt heute besorgen und wir gehen einfach mal eine Runde spazieren, gucken, was so passiert, was so vor unsere Flinte läuft. Ich gucke gerade mal noch, ob ich überall Munition drin habe, aber das sieht ganz gut aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. So, hier vorne haben wir doch schon mal ein paar Wildziegen, aber bis jetzt nur Weibchen. Okay, okay. Ich meine, Weibchen sind auch in Wertung schießbar. Guck mal, da sind doch zwei schöne Böcke. Den hinteren würde ich auch gern scannen. Hallo. Also der Vierer ist schon mal nicht schlecht. Da ist noch ein Vierer. Und der scored besser. Also von der Prediction her. Ich, warte mal. Für drei habe ich nur die Ranger dabei, ne? Das wird schwierig. Ich könnte es versuchen, beide gleichzeitig zu schießen. Also gleichzeitig, was heißt? Nacheinander, aber ich glaube, ich muss erstmal den da vorne nehmen. Ja, das war nur einer. Schauen wir mal, wie wir den getroffen haben. Okay, das ist schon mal ein tödlicher Treffer. Und da liegt er. Sehr gut. So, Vierer Wildziege in Silber leider nur. Na, da haben ein paar Punkte gefehlt für Gold. Leider auch kein Herztreffer, sondern Zingellunge und durch einen Knochen. Aber okay, kommt wie immer in den Discord und falls ihr euch dann die Abschüsse aus den ganzen Streams und den Videos nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung bei YouTube. So, ich glaube, den Dreier nehme ich auch noch mit. Ja, das sah sehr gut aus. Krass, wie groß der Horn, also die Horngrößenunterschiede sind bei Weibchen. Obwohl die, das ist der andere Vierer. Kurz Ruhe. Ruhe. Nee, ich bin eindeutig eingerostet. Ich bin eindeutig eingerostet. Ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Heute ist das erste Video seit langem wieder. Ich versuch's, aber ich krieg natürlich nicht jeden Kunstschuss hin. Was wollte ich gerade sagen mit den Hörnern und den Weibchen? Achso, wie groß der Unterschied zwischen den Hörnern der Weibchen ist und die trotzdem alle eins trivial sind. Das ist krass, finde ich. Also gerade bei den Ziegen. So, Dreier Wildziege, 127 in Silber, Herztreffer. Schön. Er guckt nicht sehr begeistert, aber ich dafür sehr. Ich zeige euch mal mein Loadout, also meine Waffen, die ich benutze, die ich eigentlich immer benutze, die ich für die besten, für die Klassen halte. Und da fangen wir, ich sag mal, bei der kleinsten
Klasse an im ersten Video. Empfohlene Klasse 1. Also alles, was Vögel ist, was Hasen ist und sowas, das könnt ihr alles damit beschießen. Ist zwar eine Single Shot, also keine Shotgun. Das heißt, Vögel im Flug, schwierig. Und zwar ist es die 22 RL Predator von Zaza. Die ist aus dem Modern Riffle Pack und nur für Klasse 1 geeignet. Und das Ding ist einfach der Hammer für alles, was Klasse 1 ist. Weil ihr könnt einfach, also ihr könnt schnell schießen, ihr könnt ohne viel Rückschlag schießen. Megateil kann ich nur empfehlen. Meine To-Go-Waffe für die Klassen 2 und 3 ist auf jeden Fall die Ranger 243, also die Waffe, die ihr im Prinzip ab Spielbeginn habt. Also das Gewehr, was ihr ab Spielbeginn habt. Wenn ihr euch das Spiel neu kauft und auf Hirschfelden startet, dann habt ihr dieses Gewehr in der Hand. Und das Gewehr könnt ihr bis zum Schluss, bis ins Endgame weiter benutzen. Für Klasse 2 auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Für Klasse 3 manchmal ein bisschen zu schwach, aber ich benutze sie für Klasse 2 und 3, die Ranger 243. Schönes Gewehr. Eine der besten, oder wenn nicht sogar die beste Waffe für Klasse 4 bis 6. Die Zaza 308 Stalker. Also Stalker ist, glaube ich, nur die Farbe. Aber die 308 von Zaza ist wirklich die beste Waffe für zum Beispiel Weißwedelhirsche. Wie viele Weißwedelhirsche ich schon geschossen habe, die einfach sofort liegen geblieben sind. Doppellunge, Herz, was weiß ich, sofort liegen geblieben. Beste Waffe für Klasse 4 bis 6. Jetzt kommen wir zu den Klassen, wo die wirklich großen Tiere unterwegs sind. Klasse 7 bis 9 benutze ich die 300er Magnum. Sehr, sehr geiles Gewehr. Es knallt alles um, wirklich. Also es knallt wirklich alles um. Wenn hier ein Elefant rumlaufen würde, würde ich den damit auch schießen. Das ist wirklich krass. Also alles so, was so große Kühe sind, Doppellunge, die liegen sofort, Herztreffer, die liegen sofort. Kann ich euch wirklich nur empfehlen für Löwen. Also eigentlich alles von Klasse 7 bis 9. Die Magnum, die 300er, ist eure beste Wahl dafür. Und natürlich schieße ich all diese Waffen immer mit Durchschlagsmunition. Also klar kann man das alles auch mit Aufpilzung spielen. Also dass im Prinzip die Kugel ein größeres Loch in das Tier reißt und das Tier dann schneller verblutet. Aber wenn ihr Durchschlag schießt, dann schießt ihr ja durchschlagend durch alle lebenswichtigen Organe und dann braucht ihr auch kein Tier, was schneller blutet, weil das wird einfach so liegen bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Also immer Durchschlagsmunition. Ich habe noch nie was anderes gespielt oder beziehungsweise noch nie erfolgreich was anderes gespielt. Ich kann euch nur Durchschlag empfehlen. Und es gab noch einen Grund, warum ich schon lange kein Video mehr released habe und auch noch nicht gestreamt habe. Ich habe meinen Rechner ein bisschen aufgemotzt. Also eigentlich habe ich alles neu gemacht, außer die Grafikkarte. Und der Unterschied ist auf jeden Fall spürbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Video schneide für euch, geht das auf jeden Fall sehr viel schneller und sehr viel komfortabler. Oh, Ziege. Aber du bist ein Weibchen. Dich lasse ich laufen. Das ist schon wieder Frechheit. Weißt du, was ich meine? Also das Weibchen grundlegend in diesem Spiel sehr, sehr frech sind. Sie läuft jetzt auf 40 Meter neben mir her. Weißt du, was ich meine? Halt sehr frech. Er hat's geknackt, aber ich habe nichts gesehen. Ein weiblicher Schweinshirsch. Aber du hast keinen Bruder oder so, ne? Sieht jedenfalls nicht so aus. Schade. Na, dann suchen wir uns den nächsten. Da hinten sind schon wieder Ziegen. Aber ich will mal was anderes schießen. Nicht nur mal mit Ziegen. Aber ich sehe nichts.
Mann, es ist nur eine Dreier Wildziege. Ah ja, naja. Wenn sonst nichts kommt, dann... Oh, was haben wir denn hier? Axishirsche und da drüben sind Sambas. Okay. Und was ist das? Das ist ein Dammhirschenvierer. Also das gibt's ja gar nicht. Hier gibt also drei Arten, die hier gemeinsam grasen. Das ist natürlich ein schwieriger Winkel, um sich anzunähern. Aber wir versuchen es. Also wir haben auf jeden Fall Wind von vorn, das ist sehr gut. Also wenn ich hier schon so eine große Auswahl habe, ja, würde ich, glaube ich... Nee, Axishirsch nicht. Ich würde, glaube ich, auf den Vierer Dammhirsch gehen. Wenn ich da einen guten Winkel bekomme für den... Er ist schon hübsch. Der ist schon hübsch. Schieße ich natürlich mit der Zaza 308. Schön auf 150 Meter genullt. Jetzt muss er nur ein bisschen surrounden, die ganze Nummer hier. Weil wir brauchen den von der Seite. Von schräg hinten könnte ich, also würde ich mir auch zutrauen, aber also so könnte ich jetzt auch schießen. Aber wir machen einen safen Schuss. Ich will es nicht versauen. Ja, das ist okay. Von hier aus schieße ich. Das sah super aus. Das sah super aus. Ich mag diese Waffe einfach, weil die halt einfach... Die hat nicht so einen großen Rückschlag und die schießt einfach sehr präzise. Schön tödlich getroffen. Und er liegt auch nicht weit weg. Das ist halt auch das Gute an der Waffe. Die hat auch einen super Durchschlag bei den Tieren. So, obwohl ich nur Single-Lunge getroffen habe, hat er wirklich gar keinen Bock mehr gehabt zu laufen. Dammhirsch und Gold, 192... Kommt in den Discord. Freche Samba-Kuh. Oh. Und nicht nur eine Kuh. Nicht nur eine Kuh. Und ich hab's noch drauf. Es könnte auch sein, dass ich ihn in die Wirbelsäule getroffen habe. Hat sich so ein bisschen so angefühlt. Okay, das sind alles nur Kühe, die mir jetzt hier entgegenlaufen. Ah, nicht tödlicher Treffer, obwohl er tot ist. Ja, habe ich es nicht gesagt, auf 150 Meter genullt und er war einfach zu nah dran. Ich habe ihn in die Wirbelsäule getroffen. Sonst wäre er Silber gewesen. Naja. Zumindest musste ich ihn nicht lange verfolgen. Rotfüchse, aha. Vierer leicht. Sie ist 7 schwer. Ich glaube, mein bisher bester weiblicher Rotfuchs. Wenn ich die jetzt schießen würde. Mache ich einfach mal. Schön mit der Ranger. Wir zoomen noch ein bisschen ran. Das habe ich verkackt. Die habe ich nicht gut getroffen. Wir gucken mal, wie schlecht ich die getroffen habe. Obwohl vom Feeling her war das okay. War völlig in Ordnung. Die lag zwar, also immer schwierig, wenn die liegen, aber... wisst ihr, was ich meine? Habe ich mich doch vernullt? Keine Organe getroffen, gerade eben. Aber sie ist tot. Wir gucken uns an, wie ich sie getroffen habe. So, hier liegt die Füchsin. Silber, sie wäre eigentlich Gold gewesen. Kein lebenswichtiges... Oh, zu niedrig. Ich dachte, da wäre das Herz. Ich dachte, da wäre das Herz gewesen. Zu niedrig.
Schade, aber schönes Tier. Auch wenn ihr euch mal ja, andere Leute wünscht, mit denen ihr gerne zusammen im Multiplayer jagen wollt, ob New Moon Way of the Hunter oder The Hunter Course Survive, das könnt ihr natürlich auch in meinem Discord machen, beziehungsweise gibt es da einen Channel, der nennt sich Multiplayer-Anfragen. In dem könnt ihr gerne posten hier, ihr habt Bock auf eine Runde The Hunter, die und die Map oder so, und dann wer möchte mit mir spielen? Und dann könnt ihr euch da einfach im Sprachchannel treffen. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung vom YouTube-Video. So, neuer Außenposten. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt gleich mal zum letzten. Ich glaube, es ist der letzte Aussichtspunkt, den ich noch einsacken muss auf dieser Map. Es ist der letzte. Und es ist einfach... sind einfach die Mangrovenküste, da war ich noch gar nicht. Da war ich jetzt noch gar nicht. Da könnten vielleicht auch Tiere lauern, die ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe auf dieser Map. Hier mal kurz an dem See gucken, vielleicht finde ich da was. Irgendein Tier, was gerade trinkt. Weil ich hatte vorhin die Vermutung, weil ich die Gruppe Rothirsche gesehen habe, dass wir gerade in der Trinkzeit drin sind. Auf der Flucht, Rothirsch. Eben habe ich es noch gesagt und jetzt fliehen sie schon. Da haben wir einen Warnruf von einem Männchen. Ja, ich gucke mir den See nochmal an. Bevor ich jetzt auf den Fünfer schieße, gucke ich mir den See nochmal an. Die kommen wieder. So doll habe ich die jetzt nicht verschreckt. Vierer? Was ist denn hier los? Was sind denn das alles für Low-Bobs? Mhm, okay. Müssen wir uns den Vierer gönnen. Was ist der Vierer? Also, Vierer Rotisch, was kann der sein? Maximal Silber? Vielleicht sogar maximal nur Bronze. Richtiger Low-Bob. Silberner Rothirsch. Ganz knapp noch Doppelunge. Ja. Süß. Na, hier kommen wir mehr so in die Dschungelregion. Da hatte ich so viel Erfahrung mit Axishirschen, Sambas und so. Die chillen oft im Dschungel. Oder ein Vierer Dammhirsch. Hammer! Sehr gut! Der sah gut aus. Also, klar, kein Dia. Aber ein guter Goldener. Also, der hatte auf jeden Fall ein schönes, großes Geweih. Top. Gold 217. Ja. Im guten mittleren Feld. Doppelunge. Schöner, solider Dammhirsch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auf der Map Glück habe mit Dammhirschen. Ne? Also dass hier schon oft ein Vierer rumläuft und ich eventuell mal einen Fünfer schießen könnte. Ich glaube, es wäre mein erster. Erwischt. Das war jetzt close. Aber ich habe ihn gut erwischt. Sehr gut. Top. Silberner Rusauer. Single Nummer. Schönes Tier. Ah ja. Vierer Rothirsch, besser schieße ich ihn heute nicht. Vierer Rothirsch, Doppelunge Silber. Ja, naja. So, letzter Aussichtspunkt. Damit habe ich die Map von also vollkommen aufgedeckt. Von Aussichtspunkten her habe ich jetzt alle gefunden und alle freigeschaltet. Jetzt heißt es nur noch alle Hütten freischalten. Ja.
Und damit würde ich sagen, war es das mit dieser Folge The Hunter Call of the Wild. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Waren ein paar schöne Goldtiere dabei für einen Dammhirsche. Ich habe euch meinen Loadout gezeigt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und macht's gut, bis dann. Ciao.